So, dann wünsche ich alle recht herzlich willkommen zum Abendupdate des JFD Live Trading Kanals. Heute ist einiges los gewesen, sowohl im Gold, im DAX und im Dow Jones. Zunächst kurz der Risikohinweis, jeder soll sich das durchlesen und dann geht es auch schon zum DAX als erstes. Hier gab es eben zwei Varianten. Die erste wurde eigentlich eher favorisiert, Gap Close. Die andere sollte noch ein Stück höher laufen, als es sich jetzt hier am heutigen Tag der DAX das getan hat. Aber hier lief eben kein Trade. Hier wäre jetzt eben wünschenswert, deutliche Abgaben zu sehen. Im Pfund war einiges los. Da hatte ich schon gleich heute früh hier um 12.30 Uhr eine längere Analyse geschrieben. Für die externen Seiten auch. Ja, da stand eben hier die Tageskerze bislang so. Und mit einem Rücklauf an die 1,6325 wäre dann ein Short möglich gewesen, beziehungsweise hier lag eben das Short Limit. Das Kursziel war hier bei 160,50 abgesteckt. Oder 0,5, nicht 50. So, dann kam hier noch zwischenzeitlich ein Gold-Update. Dann habe ich hier um 14 Uhr 38 ein Update geschrieben, habe hier das Short Limit, ja, auf 1,6297 runtergesetzt. Ja, der Höchstkurs war 92, also 5 Pips verfehlt. Ich war am Rechner, habe das hier verfolgt. Da gab es diese Kerze, ja, hätte hier noch 5 Cent eben höher gehen sollen und dann kam der brachiale Abverkauf. Also vom Chartbild her war das hier wirklich auch ableitbar. Nachrichtentechnisch kamen hier eben neue Abstimmungen raus wegen dem Brexit. Aber wie es auch ist, hier wurde dann das erste Kursziel erreicht. Als es schon hier stand, habe ich schon geschrieben, dann wer reingegangen ist, Teilgewinne mitnehmen. Und in der Tat ist dann das Währungspaar direkt auf das zweite Kursziel heruntergefallen und somit wäre das hier mit dem nachgezogenen Stopp ein 3R-Trade, wenn man es komplett behalten hätte, geworden. So, dann, das war jetzt hier halt ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, Glückwunsch an alle, die früher oder auch noch später nach eigener Methodik dann reingingen. Zum Gold, was ja letzte Woche nicht gut lief. Hier wurde dann ein Setup gepostet, ja, zwar auch nur grau, also recht vage. Und ja, die Pfeile stammen eben vom 30. Und hier gab es eben lang keinen Schlusskurs darüber. Hier hat dann der um 17 Uhr endlich kam hier ein Schlusskurs zustande. Und dann ging es bis zum 4 Stunden, ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt hier den Pfeil sieht mit dem Stoppkurs, naja, exakter ging es hier dann auch nicht mit dem Pfeil, ja. Also ist jetzt hier erstmal Vorsicht geboten. Gleichzeitig habe ich hier ein weiteres Setup gepostet, hier war eben auch Stundenschlusskurs über dieser Marke gibt ein neues Kaufsignal oder könnte eins geben. Und wenn man hier sieht, da ist dann die Rainbow Oberkante gelandet, dann hier der Kurs. Also hier zwei wieder schöne Setups, die dann aufgingen. Aber man muss immer noch mit dem Silber Setup kämpfen, was ja deutlich im Minus geschlossen wurde dann.
So, dann zu den anderen. Kanadischen Dollar war ja glücklicherweise in der letzten Woche auch sehr erfolgreich. Hier muss ich abwarten. Hier warte ich eher noch nochmal einen schnellen Rückgang eher ab. Beim Pfund gegen neuseeländischer Dollar. Ja, wer hier Gewinne erzielt hat, mitgenommen hat, kann sicherlich hier beim letzten Einstiegssignal nochmals zuschlagen, den Stopp dann individuell knapp darunter setzen oder eben auch im Stunden- oder 4-Stunden-Schlusskursmodus, sage ich mal, das handhaben. Hier bei Gold wurde das ja erreicht. Und im Tageschart sieht es dann eben so aus, dass hier der Kurs an diese Trendlinie, ob die jetzt komplett sauber, ob das mit der Indikation so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Prallt jetzt hier erstmal der Kurs, ob er jetzt abprallt, ist noch vage. Ja, die Aktienmärkte sind ja ein bisschen auf Talfahrt und hier darf es, wie jetzt schon in dem Setup hier gepostet, sind ja hier die weiteren Verläufe eingezeichnet. So sieht es dann hier aus. Schauen wir noch kurz eben die Aktien-Setups an. Hier eine Daimler kann ich jetzt löschen. Kursziel erreicht. Hier wurde bei der Atva das erste Kursziel erreicht. Hier wurde der Stopp angehoben. Jetzt liegt man hier bei plus minus 0. Ist natürlich nicht so schön, aber hier ist das Risiko auch stark schon begrenzt worden. Die Xing ist jetzt hier tatsächlich heute schön ausgebrochen. Ja, wer gewagt hat, liegt hier schon deutlich im Gewinn. Hier wird es eine enge Kiste. Also hier auf Schlusskursbasis bleibt der Stopp bestehen. Und was verbirgt sich da dahinter? Das war hier noch die Dialog, die nicht eingestoppt worden ist, also das Kauflimit nicht erreicht wird und knapp hier an dem Gap Close gescheitert ist, also hier am EMA 38. Das war's erst einmal, beziehungsweise für heute. Ach so, schauen wir noch hier das Setup an. Neuseeländische Dollar, US-Dollar, gab es hier noch einen Move. Wie schon zwei, dreimal betont, das ist ja der Tageschart, war es hier jetzt nicht mehr zwingend gegeben, dass es hier fällt, war dann auch nur in Grau. Also braucht es hier einen Rücklauf, habe ich auch dann erwähnt. Puh, am besten nächsten Tag noch abwarten, oder wer jetzt hier beziehungsweise schon investiert ist oder noch ein Nachkauflimit, ja, sollte es dann natürlich spätestens hier oder hier beendet sein. Anfangsstopp lag eben hier oben. Also nochmal abwarten, wie sich das entwickelt und dann nochmal gegebenenfalls draufhauen. Danke fürs Zuhören, bis morgen.